Hi, cool, dass du wieder da bist und zuschaust und mitmachst. Heute möchte ich noch den Calypso zeigen. Der ist im neuen Dossier Seite 31. Im alten Dossier oder im älteren ist es Seite 33. Ich spiele jetzt erst die Melodie zum Mitspielen. Der Anfangston ist ein D, leere D-Seite. Und dann hat er am Anfang auch wieder Cis heisst. C hätten wir hier auf den dritten Finger, vierten Finger spielt es Cis auf der A-Seite. Ist das hier das da brauchen wir hier am Schluss und eines in der dritten Linie, wo es hier vorkommt. Also C wäre dann hier und Cis ist da. Oktaviert spiele ich es jetzt auch wieder, damit ihr es klingend nachsingen könnt. Dann starte ich mit dem D. Das war 1, 2, 3, 4. Melodie vom Calypso. Der Calypso ist ja ein Musikstil. Eigentlich hat sich auf den karibischen Inseln das abgespielt. Da haben Sklaven haben nicht können oder dürfen miteinander reden und dann haben sie einfach gesungen. Und das ist dann schlussendlich ein Calypso entstanden. Das kann man auch googlen, wenn man noch mehr darüber wissen will, über den Stil, über die Musikstilart. Das ist ein guter Song zum Verbindungen über D-Dur. G-Dur. A7 und D. Mit diesen drei Griffen kommen wir hier super durch. Die Tonart ist D-Dur. Ich zeige wieder das, was auch hier im Dossier steht. Das dritte Muster ist das. Das hier. Mit Vorspiel mache ich die ersten vier Takte. 1, 2, 3, 4. Das zweite Muster, das ich dir zeigen möchte, ist auch im Dossier das zweite Muster. Und zwar ist das wieder Viertelabschlag, Achtelabschlag, Achtelaufschlag. Also Ta, Ta, Te, Ta, Ta, Te. Ich mache das gerade mal mit dem Lied. Ich spiele es mal alleine selber durch und ihr könnt vielleicht dazu mitsingen, dass ihr nachher wisst, oder du, dass wie der Rhythmus gehen soll. Also ich mache es gerade ohne Vorspiel. 3, 4. Thank you.
könnt auch jetzt einfach ein bisschen zurückspulen und genau das noch einmal mitspielen mit mir. Jetzt mache ich das Gleiche, aber ich singe dazu. Mit Vorspiel. 1, 2, 3, 4. Das kann man gut nachvollziehen und sonst einfach ein bisschen zurückspulen und immer an dieser Stelle wieder einsetzen, wo du möchtest. Das nächste Pattern, das ich dir zeige, ist das hier. Das ist beim das erste Pattern vom Dossier. Du siehst, es ist Viertel, dann kommen Achtelbewegungen und es hat noch eine Überbindung drin. Also da, 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 da. Wie das nachher tönt, oder wie man das kann üben kann, ist so. Eigentlich so da. Also es gibt Abschlag, ab, auf, Leerschlag und so. Muss ich so zeigen. Wichtig ist der Leerschlag. Das ist nämlich nachher genau in seinem Kopf. Also, yeah. Langsam. Das musst du gut üben. Vorausgesetzt, du kannst es noch nicht so gut natürlich. Das ganz wichtiges Pattern, weil wenn ich das auch schneller spiele, oder kann ich bei ganz vielen Popsongs brauchen. Das Pattern zeige ich jetzt in Verbindung mit dem Lied. Ich mache wieder Vorspiel. 1, 2, 3, 4. Wenn es vielleicht nicht gerade geht, nicht gerade aufgeben, probieren, probieren. Das ist schon eher ein bisschen fortgeschrittenes Pattern. Als Abschluss möchte ich dir noch etwas zeigen, Rasgueado. Das ist eine spanische Technik, so vom Flamenco. Und zwar muss ich die Finger so auffächern. Kleine Finger, Ringfinger, Mittel, Zeig nacheinander. Radadadak. Da gibt es... So, es sollte wie ein Reflex sein. Wenn ich das bei der Gitarre mache, muss man ein bisschen üben. Unbedingt in die Richtung. Also der Kleinfinger muss anfangen und der Zeigefinger sollte aufhören. Im Rhythmus tönt es nachher so. Es ist genau der gleiche Rhythmus von vorher, den ich dir vorher gezeigt habe, mit dieser überbundenen Sache. Und zwar sieht das so aus. Du siehst, beim ersten Achtel ist so eine gekrüselte Pfeillinie runter und das ist eben das Rasgueado. Zeige ich dir jetzt anhand von dem, machst du es schön langsam. G-Dur mal drücken und jetzt der Rhythmus ist ja der Grundrhythmus von vorher wäre so. Das ist ohne Rasgueado. Jetzt mit ist. Kann man noch
natürlich beliebig das Tempo steigern. Jetzt noch der Song mit dem Rascuado. 1, 2, 3, 4. Muss man es nicht jedes Mal machen, ich habe es einfach am Anfang gerade vergessen. Aber danach ist es so, man kann es einsetzen. Entweder den ganzen Song oder so zwei Taktweise, wie man den will. Gut, ich hoffe, es hat dir eine neue Erkenntnis gebracht in deinem Gitarrenspiel und bis zum nächsten Mal.